Im Herbst 2013 hat der Ciseliermeister Thorsten Knaack in einer alten Kraftwerkszentrale an der Wilhelminhofstraße seine Skulpturengießerei eingerichtet. Nach einwöchiger Vorbereitung sollte Anfang März das erste Kunstwerk in Bronze gegossen werden. Vor dem Guss musste die Schlacke aus dem Tiegel entfernt werden. Dann floss ein Strahl 1200 Grad heißer Bronze in die Form. Also, halt dich bereit, dass du was da anschieben kannst, ja? So. Hat er nicht mal was geknackt, nicht was gerumpst, ja. Ja, die Spannung, guck mal, die sehen alle ganz entspannt aus. Ja, und die wüssten, wie die Dinger schon auseinandergeflogen sind, ja. Alle Restbefürchtungen haben sich in Luft aufgelöst und hat alles wunderbar geklappt. Muss man sich an so einen neuen Ofen gewöhnen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die ganzen Handhabungen, wir sind jetzt ja relativ neu, die ganzen Handgriffe, die müssen sich erst mittlerweile einspielen. Das dauert eine Weile. In 5, 6, 7, 8 Küssen sieht das alles schon ein bisschen geschmeidiger noch aus. Da weiß jeder, welcher Handgriff gerade noch gemacht werden muss. Und ja, aber im Grunde genommen ist das beim Neuanfang ja auch das Schöne. Ne? Man kann alles nochmal in die eigenen Bahnen lenken und den sozusagen den guten Ergebnissen, die man ja braucht, nochmal entgegenführen. Darauf kommt es dann an. Zack, zack. Komm jetzt. Ein Stück Leben mit Schürze.